Ich bin examinierte Altenpflegerin bei Maria von Kreimberg. Ich betreue tagtäglich ältere Menschen in ihrem Alltag. Ich habe mich für den Beruf entschieden, weil mir der Umgang mit Menschen sehr, sehr viel Freude bereitet und weil ich einfach gemerkt habe, dass mir das persönlich auch selber gut tut, anderen Menschen zu helfen und dass ich ja sehr viel Freude dabei habe einfach. Ja, ich wollte halt was aus sozialer Arbeit machen und Medizin und fand in der Altenpflege darin von beiden Komponenten etwas und dachte, das ist das Perfekte für mich. Also mir gefällt die Arbeit direkt an dem Bewohner dran, mit dem Bewohner zusammen, seinen Tagesablauf gestalten, ihn zu versorgen in Sachen Behandlungspflege, Medikamenten. Zudem gefällt mir auch der medizinische Aspekt, dass man kennenlernt, welche Medikamente welche Wirkung haben, welche Krankheiten im Alter vorherrschen und wie man damit umgehen kann, wie man diese Leute bestmöglich versorgen kann, damit sie noch einen schönen Lebensabend haben. Und einfach auch jeden Tag immer wieder was Neues zu erfahren, was lernen dabei. Die Menschen und die Persönlichkeiten, die prägen einfach auch einen selber und das macht mir sehr viel Freude, ja. Angefangen habe ich hier mit einem Praktikum von 4 Wochen. Um mal in den Beruf reinzuschnuppern, das hat mir sehr gut gefallen. Dann habe ich mich zum nächstmöglichen Zeitpunkt für die Ausbildung beworben, habe bis zum Einstiegszeitpunkt hier noch als Hilfskraft gearbeitet und habe dann dort 3 Jahre lang meine Ausbildung zum examinierten Altenpfleger absolviert. Ich bin ein sehr kommunikativer Mensch und Kommunikation ist einer der wichtigsten Punkte in der Altenpflege, weil nur so kann man die Bedürfnisse und Wünsche der Bewohner auch wahrnehmen, indem man sich mit ihnen unterhält und auf sie eingeht. Ich hatte unter der Woche 2 Tage Schule. Und den Rest von der Woche war ich dann arbeiten, was mir sehr viel geholfen hat, weil ich einfach auch vieles Erlernte gleich umsetzen konnte. Ich bin Hygienebeauftragte, auch hier im Haus, und ich werde auf jeden Fall mein Fachwirt im Gesundheitswesen machen. Das ist eine Weiterbildung in der höheren Management-Ebene, sprich, also man hat die Qualifikation, dann Pflegedienstleiter oder Heimleitung zu sein. Des Weiteren bietet Agaplesion sehr viel für den Bewohner an. Was zum Beispiel die Tagesgestaltung betrifft, hier finden verschiedenste Aktivitäten statt, ob morgens oder am Nachmittag. Des Weiteren gibt es hier verschiedene Feste, zum Beispiel ein Sommer-Herbstfest, ein Weihnachtsfest, an Silvester gibt es ein besonderes Fest. Also hier ist der Bewohner rundum versorgt und es wird einem nicht langweilig. Hier im Haus gefällt mir, dass ich immer weiß, ich habe jemanden, zu dem ich gehen kann, der ein offenes Ohr hat. Man ist immer noch zwar auf einer beruflichen Ebene, aber man weiß, man hat immer jemanden, der hinter einem steht. Ob Team, ob Vorgesetzter. Also man hat immer jemanden und fühlt sich nicht alleine hier. Ich denke, Heidelberg ist ein sehr attraktiver Standort. Die Nahverkehrsverbindungen sind sehr gut. Man kommt überall hin. Alle Agaplesionshäuser sind sehr gut zu erreichen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Des Weiteren, Heidelberg ist die schönste Stadt in Deutschland. Man kriegt immer was Schönes zurück, sage ich immer. Also allein schon, wenn jemand morgens, man macht die Tür auf und sagt Guten Morgen und man kriegt ein Lächeln. Das ist schon viel, was man zurückbekommt. Das ist einfach, ja, das Nonplusultra des Berufs, wenn man sieht, man kann jemandem helfen und man zaubert einem ein Lächeln aufs Gesicht, weil ich ihm eine Portion Eis am Mittag hole oder sowas. Das ist das, was mir gut tut und was mir gefällt an dem Beruf. Ja, es hat ja seinen Grund, warum ich schon seit über 13 Jahren hier bei Agaplesion bin. Ich fühle mich wohl. Ich arbeite gerne im Maria von Kreimberg. Das sagt wahrscheinlich schon alles über Agaplesion aus.